begleitet mich heute und morgen nach London. Hallo mein Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, für mich geht's wieder auf Reisen. Ganz unerwartet, denn von meinem neuen Arbeitgeber als Weihnachtstrip geht's nach London. Ja, unsere Weihnachtsfeier sozusagen, 2 Tage Christmas Time in London. Freue mich wirklich sehr und wir haben auch ein bisschen Freizeit, das heißt, wir können machen, was wir wollen. Unter anderem möchte ich natürlich in den Disney Store. Vielleicht sehe ich schon die 100. Geburtstag Disney Kollektion My Life. Würde mich nämlich sehr interessieren, wie die in Life aussieht. Und ja, wir werden heute Abend noch eine Christmas Light Bus-Tour machen. Dann heute Abend geht es noch ins Pub zum Dinner und noch eine Pub-Tour machen wir. Und ja, mal sehen. Also ich werde euch immer mitnehmen, wenn ich natürlich mit meinen Kollegen unterwegs bin. Jetzt mit Programmpunkt. Okay, Störung. Also wenn ich mit meinen Kollegen unterwegs bin, halt mit offiziellen Programmpunkten, werde ich nicht so viel erzählen können. Ich werde es dann vielleicht untertiteln und halt mit Musik euch Eindrücke zeigen. Und wenn ich natürlich, wenn wir die Freizeit haben, dann kann ich ein bisschen mehr quatschen. Ich bin natürlich wieder mit Vicky unterwegs. Und ja, wir werden London auf jeden Fall unsicher machen. Heute und morgen. Heute gibt es einen Vlog und dann morgen auch nochmal. Morgen machen wir so eine Walking-Tour zum Buckingham Palace. Und ja, ich warte jetzt hier auf meine S-Bahn. Mit der fahre ich jetzt zum Flughafen. Das ist ja nur 5 Minuten entfernt. Die anderen kommen mit dem Transferauszug. Aber hätte ja bei mir keinen Sinn gemacht, erst nach Zug zu fahren und dann wieder zum Flughafen. Deswegen treffen wir uns vor Ort. Flug geht um 8. Circa um 8, ja. Wir haben 5:45, war früher morgen und es geht los, ich freue mich. Wir sind jetzt hier im Hotel angekommen und mein Zimmer ist noch nicht fertig. Zeige ich euch auf jeden Fall später. Das ist in der Nähe von der St. Paul's Cathedral. Den Namen weiß ich jetzt auch gerade nicht, zeige ich euch auch später. Ja, jetzt gehen wir wahrscheinlich Burger essen und dann fahren wir shoppen. Disney Store, Primark,
Und ja, jetzt haben wir dreieinhalb Stunden noch Freizeit. Oder viereinhalb? Roundabout. Wir sind jetzt hier im Shake Shark, direkt um die Ecke vom Hotel. Und es gibt einen Burger und eine Limonade. Hat beides knapp 14 Pfund gekostet. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Also Burger kann ich sehr empfehlen. Shake, glaube ich, heißt es. Ist wohl auch eine Kette. Richtig gut. Wir haben uns jetzt St. Paul's angeguckt. Leider zu von innen. Und laufen jetzt Richtung Millennium Bridge, Tower Bridge. Und gucken uns das nochmal an. Und dann fahren wir Richtung Oxford Street. Primark und Disney Store. Vicky freut sich schon. Da. Ja, die ganzen Wintersachen sind natürlich 30% sind auch reduziert. Also irgendwie spinnt meine Kamera gerade. Es sagt mir, die SD-Karte zu langsam, deswegen muss ich jetzt mit dem Handy weiterfilmen. Ja, hier gibt es so einen coolen Pixar-Sack mit diesem, die ist 50% reduziert, die, das Hemd. Ich weiß, ob das ist schon ganz cool gefunden. Aber ist ganz schön lang, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, die ganzen Weihnachtssachen, wie gesagt, sind 50-30% reduziert. Was es hier noch so gibt. Tassen. So, ich hoffe, dass ich Elsa übertönen kann, die hier im Hintergrund singt. Ansonsten muss ich Musik drunter legen. Ja, also hier gibt es die 100. Geburtstag-Kollektion, die es ja seit gestern auch bei Shop Disney gab. Und hier seht ihr mal die Sachen, die den Uhrenhut für 175 und die Ohren für 157 Pfund und die Schneekugel. Sieht auch richtig schön aus. Elsa hat aufgehört zu singen. Wenn ich eh Musik gehört habe, war Elsa mit Let It Go zu laut. Ja, hier gibt es noch weitere Sachen von der 100. Geburtstag-Kollektion. Die Ornamente. Aber das habe ich mir tatsächlich im Bild viel größer vorgestellt. Tinkerbell. Mickey und Minnie. Wie gesagt, gibt es ja auch alles bei uns bei Shop Disney. Aber es ist mal schön, es mal live zu sehen. Hier ist auch die Kappe. T-Shirt, der Epcot, Jersey ist hier auch, Bilderrahmen und da oben ist der Loungefly. Da gibt es auch einiges an Deko, Aristocats. Und diese Coco-Kollektion habe ich bisher auf Shop Disney nicht gesehen. Also so Küchenhandschuhe. Und so. Die Tiana-Kollektion hier habe ich gesehen, die war ja aus Epcot. Es ist so warm hier drin. Stimmt, den Spirit Jersey.
Den habe ich nicht bestellt, obwohl ich ihn schön fand. Das habe ich auch nicht mal bestellt. Nee. Das ist aber relativ steil vom Material her irgendwie. Das ist schön. Hey, doch, ich sehe jetzt gerade nur einen hier. Jetzt gibt es hier diese komische Mickey-Kollektion. Ist aber wie teilweise ein Disneyland gibt, aber ich finde die ja wirklich sehr strange. Guck, was mal an der Kamera los ist. Gibt's diese Flausche? Ja, das muss ich halt die Tage jetzt mit dem Handy filmen. Wenn mir nichts anderes übrig bleibt, habe ich keine Ersatz-SD-Karte dabei. Ja, dann. Was ist das denn hier? Tianas Cooking Set. Kleine Kinder. Auch interessant. Erstmal immer schön, die Sachen mal live zu sehen. Weil im Internet sehen die, wirken die immer alle ganz anders. Den Jersey habe ich jetzt auch bei Shop Disney gesehen und gefällt mir auch ganz gut, aber vom Stoff her auch ein bisschen dicker und dazu auch passende Ohren. Aber jetzt so in live, muss ich sagen, überzeugt mich nicht hundertprozentig. Wo meine Kamera sich jetzt eingekriegt hat. Also muss ich jetzt ein bisschen sputen. Zurück zum Hotel. Ich muss auch kurz einchecken, mein Gepäck abgeben im Zimmer, mich frisch machen und dann geht es auch wieder weiter. Ich habe ein Geschenk gekauft im Disney Store, ansonsten für mich nichts. Aber ein Kleid habe ich mir gekauft, ein Paillettenkleid. Und Primark haben wir heute nicht mehr geschafft. Mal gucken, ob wir es morgen schaffen. Weil die Zeit war jetzt noch schneller vorbei als gedacht. Jetzt die U-Bahn Richtung Bank und dann kurz frisch machen. Und dann geht es weiter auf die Bus-Christmas-Lights-Tour. Ja, und da war irgendwie die Kamera. Ich weiß nicht, irgendwie ist was mit der SD-Karte. Ich habe natürlich heute bei diesem Trip keine separaten SD-Karten dabei. Und natürlich muss ich jetzt natürlich die SD-Karte am Arsch gehen. Sorry, das wollte ich nicht so sagen. Ja, hier ist ein bisschen Deko. Wie gesagt, klein und urig. Sehr, sehr schick. Und ja, wird auf jeden Fall eine schöne Nacht. Ja, also ich muss jetzt weiter mit dem Handy filmen. Die Osmo will irgendwie nicht, die sagt irgendwie SD-Karte tauschen und wie gesagt, ich habe keine SD-Karten mitgenommen. Sonst habe ich immer mein Kameratäschchen dabei. Wenn man es nicht mitnimmt, dann geht irgendwas kaputt. Wenn man es immer dabei hat, funktioniert immer alles. Naja, so ist es, aber dafür habe ich ja noch ein Handy, das ist ja auch gut genug. Und ich habe mich jetzt wieder umgezogen, also ich musste wieder das Kleid drunter, was ich heute Morgen anhatte. Habe jetzt aber einen dickeren Pulli angezogen, weil jetzt geht es auf die Christmas-Bus-Tour. Einmal in London, um die Lichter zu sehen. Und freue mich sehr. Und danach gehen wir im Pub Abendessen. Und dann geht es noch in den Pub für ein paar Drinks. Und dann ist der Tag auch schon wieder um. Das geht so schnell vorbei. Wir hatten eigentlich 4,5 Stunden ungefähr jetzt Freizeit mit Essen bei dem Burger. Dann mit der U-Bahn. Es war so voll. Und immer dieses rein, raus, heiß, kalt. Oh, es war wirklich sehr anstrengend. Aber ich bin froh, dass ich im Disney Store war. Wir waren bei Boots, haben da meistens was eingekauft. Vielleicht schaffen wir es morgen noch im Primark. Und ja, mal gucken, was wir heute noch so sehen werden. Also ich zeige euch gleich wieder ein bisschen Eindrücke mit Musik wahrscheinlich unterlegt von der Christmas Bus Tour.
Jetzt haben wir wieder kurz Zeit auf dem Zimmer, also kurz, das ist ein bisschen länger. Wir werden jetzt gleich noch in der Lobby hier einen Tee trinken mit der Vicky und uns ein bisschen aufwärmen, weil es war mega, mega, mega kalt. Wir haben super viel gefroren, wo wir jetzt sehr dick eingepackt waren, aber ja, Open Bus im Winter bei minus 2 Grad ist halt extrem kalt. Aber dennoch sehr, sehr schöne Tour, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir hatten auch eine deutsche Reiseleitung dabei, also eine deutsche Dame, die uns immer was dazu erzählt hat. Also richtig interessant. Wie gesagt, wir trinken jetzt einen Cup of Tea in der Lobby und dann geht's zum Essen. Ja, und das war unser erster Tag in London, obwohl es jetzt schon unser zweiter ist, weil ich gestern vergessen habe, das Outro zu drehen. Ja, wir waren in diesem Pub, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt.
Kann sie auch gerne sonst unten in der Infobox nochmal reinschreiben. Es war wirklich sehr lecker. Wir hatten als Vorspeise Lachs mit Apfel und Salat dazu. Als Hauptgang hatten wir Truthahn mit Rosenkohl, Pommes, Kartoffeln. Also das war auch richtig lecker. Die Nachspeise war sehr, sehr schokoladig und habe ich dann auch nicht mehr geschafft. Aber war ein schöner Abschluss. Ein paar andere sind dann noch in den Club gegangen, nach Soho. Da habe ich gesagt, nee, also da bin ich raus. Feiern und jetzt früh aufstehen, heute nochmal ein ganzes Programm. Das hätte ich einfach nicht geschafft und man muss ja auch die ganze nächste Woche, also die ganze restliche Woche noch 2 Tage arbeiten. Also, nee, habe ich gesagt, ich gehe ins Bett, bin trotzdem mega müde, Nacht war in Ordnung, aber wie das immer so ist in neuen Betten. Ja, also ich hoffe, dieser kleine Vlog hier von Tag 1 aus London hat euch gefallen. Wenn euch gefallen, lasst bitte einen Daumen nach oben, ne? Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog aus London wieder, den ich jetzt starte.